Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. But first of all, Happy New Year! Auch geil, jetzt habe ich den Scheiß hier in die Haare hängen. Ich hoffe jedenfalls, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Ich bin leider noch etwas angeschlagen, weshalb mein Lauf auch heute ausfällt. Aber ich dachte mir so, hey, lass uns diese Gelegenheit doch nutzen, um auf mein Läuferjahr 2018 zu schauen. Denn immerhin habe ich an einigen Läufen teilgenommen. Kleiner Disclaimer vorab, ich bin kein Profiläufer, ich bin kein Wettkampfathlet. Ich habe vor einem Jahr angefangen, zielorientierter zu trainieren. Das heißt, Glanzzeiten werdet ihr vergeblich suchen. Es ist viel Luft nach oben bei mir, das ist mir durchaus bewusst. Mir geht es in erster Linie um den Spaß beim Laufen. Von daher, Glanzzeiten suchen Sie hier vergebens. So, meine Lieben, lange Rede, kurzer Sinn. Lasst uns loslegen. Bei Gelegenheit blende ich euch Filmaufnahmen oder Fotos ein, damit ihr einen Eindruck davon bekommt. Und ja, dann würde ich sagen, let's go! Mein allererster Lauf war der 40. Silvesterlauf in Herne am 31.12.2017. Ich weiß, es ist nicht 2018, aber dadurch, dass das ja Silvester war, dachte ich so, dass das war 2018. Von daher nehme ich den Lauf einfach mal mit in dieser Reihe hier auf. Dann wirkt das auch ein bisschen professioneller und dann habe ich auch mehr zu zeigen. Und ihr wisst, was ich meine. Ja, jedenfalls waren das 5 Kilometer, die zu laufen waren. Das war der Hauptlauf, glaube ich. Und ja, ich hatte genau zwei Sorgen. Entweder ich hatte mega Schiss, als Letzte ins Ziel zu kommen, das wäre mir voll peinlich gewesen. Oder aber ich komme gar nicht erst an. Alle möglichen Szenarien, schwirrten mir für diesen einen Lauf durch den Kopf. Wo man hinterher als rational denkender Mensch sagt, Alter, die hat den Schuss nicht gehört. Natürlich kommt man da an. Ich habe mir vorgenommen, unter einer halben Stunde diese 5 Kilometer zu bezwingen. Das habe ich auch geschafft, ganz knapp, 14. Platz. Ich bin ziemlich zufrieden, aber schauen wir uns das doch mal in der Praxis an. Komm, mein Schätzchen, wie ich gesagt habe, unter einer halben Stunde. Jawohl. Und? Nie wieder. Merkt er selbst, ne? Das war der Fail des Jahres. Ich habe mich von meinem ersten Lauf gestärkt für einen Printen-Crosslauf angemeldet, der über ungefähr, warte, wie viele Kilometer? 2,7 Kilometer, feinster Schlamm, bester Matsch und über Heuballen. Das war einfach nur der Oberrheinfall. Ich habe mich darauf gar nicht vorbereitet, weil ich bis zum Tag der Anmeldung oder bis zum Tag der Ankunft gar nicht wusste, was genau ein Crosslauf ist. Ich habe mir nur so gedacht, 2,6 Kilometer, das schaffe ich in Bestzeit. Dass diese 2,7 Kilometer aber durch Matschfeld führten, hat mir bis dato keiner gesagt. Und dementsprechend ernüchternd war dann auch das Ergebnis. Da bin ich tatsächlich als Vorletzte ins Ziel gehumpelt. Alter, ich habe geröchelt wie eine alte Orgelpfeife. Das war gar nichts. Also da würde ich sagen, was hätte ich besser machen können? Ganz ehrlich, ich hätte nicht erst dran teilnehmen sollen. Das war verstörend. Nach meiner Nahtoderfahrung im Feld habe ich entschlossen, für mich gehört entweder Waldboden, befestigter Waldboden oder Asphalt unter meine Laufschuhe, sodass ich mich dann für einen Volkslauf angemeldet habe. Und ja, diese 4 Kilometer führten durch ein wundervolles Waldstück. Das war richtig schön anzusehen. Es lag etwas Schnee, das war im März. Und ja, dieser Lauf hat mir richtig gut gefallen. Und da habe ich auch meine allererste Medaille bekommen. Yay! Und Alter, ich war stolz wie Hulle, ohne Scheiß. So, yay, endlich wird das mal belohnt, so für 4 Kilometer. Aber war echt cool. So, meine Lieben, das soll's fürs Erste gewesen sein, bevor das Video zu lang wird und irgendwann gar keiner mehr dieses Video schaut. Im zweiten Teil widmen wir uns dann den richtigen Brocken, sprich den 10-Kilometer-Läufen oder auch dem Halbmarathon. Mit dem habe ich euch ja wirklich von Anfang an genervt. Das war ja mein Ziel für 2018 und im nächsten Teil erfahrt ihr dann, ob das was geworden ist oder nicht. Aber lasst mich doch mal eure Vorsätze für dieses neue Jahr wissen. Wollt ihr vielleicht auch an einem bestimmten Lauf teilnehmen? Oder generell anfangen, mehr Sport zu treiben? Oder allgemein, was sind eure Vorsätze fürs neue Jahr? Ich würde mich riesig darüber freuen, in den Kommentaren einige Vorsätze von euch zu lesen. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, keep on running!